Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Steinbock. Lieber Steinbock, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat August, aber wir gehen in das Thema Beruf und Karriere und Finanzen hinein. Das heißt, falls das dein Thema ist, Beruf, Selbstverwirklichung, Karriere, Finanzen, darfst du gerne dranbleiben. Falls du jetzt sagst, es ist überhaupt nicht mein Thema, dann kannst du selbst entscheiden, ob es für dich etwas bringt oder nicht. Ich schaue heute nichts mit Liebe an, wirklich nur das Thema Karriere und Finanzen, was deine Hauptenergien sind, auf was du Acht geben solltest. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten und ist dir im August nicht so bewusst. Lieber Steinbock, denk auch daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm nur das an, was zu dir gehört. Biege nichts zurecht. Hör auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen und anderer Social Media Kanälen findest du wie immer unten in der Infobox. Darfst du gerne mal reinschauen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Steinbock, dann fangen wir an. Dein August, Karriere, Finanzen, Selbstverwirklichung. Was musst du wissen? Diesen Bereich. Was musst du wissen, Steinbock? Einklang. Etwas fügt sich. Ein Gleichgewicht wird wieder hergestellt, sehe ich. Es kann sein, dass du dich eine Zeit lang etwas verloren gefühlt hast im Bereich Beruf oder vielleicht auch Finanzen. Und jetzt merkst du, im August passiert etwas. Es rastet wie ein, habe ich das Gefühl. Und es entsteht eine Balance. Oder du fokussierst die Balance. Kann auch sein, dass du das Thema Finanzen fokussierst, dass dort wieder ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben entsteht. Schauen wir mal weiter. Was ist dein Hauptthema, also dein Hauptfokus, was du fokussieren solltest oder auflösen solltest mit dem großen Arkana? Steinbock. Steinbock August. Steinbock. Ja, Neuanfang. Ich habe ganz stark das Gefühl, jetzt kommen starke Veränderungen auf dich zu, im beruflichen Bereich. Ganz stark. Ich habe auch das Gefühl, dass Ideen in die Tat umgesetzt werden. Natürlich Stück für Stück. Aber der August fühlt sich nach einem Monat an, wo du den ersten Schritt in irgendeine Richtung wagst. Das kann auch mit dem Thema Informationen sammeln sein. Vielleicht in die Umsetzung gehen. Eine Idee verwirklichen oder eine Idee aufbauen. Mal zu Papier bringen. Thema Finanzen stabilisiert sich. Ich habe das Gefühl, jetzt warst du wahrscheinlich so ein halbes Jahr in der gleichen Energie, vielleicht eher Thema Stagnation, hast dir vielleicht viele Gedanken gemacht über Strategien, wie, was, wo. Und jetzt im August hast du die Chance auf einen Neuanfang. Und solltest du auch diese Energie wirklich anstreben? Kann auch sein, dass hier auch neue Dinge entstehen. Also würde mich nicht verwundern, wenn du hier auch neue Projekte ins Leben rufst oder wenn du neue Ideen, Impulse bekommst. Hör dann auch zu, unbedingt, lieber Steinbock. Ich habe jetzt irgendwie Wassermann im Kopf. Vielleicht hast du es mit einem Wassermann zu tun. Oder am 1. August ist ja Vollmond im Sternzeichen Wassermann. Vielleicht ist dieser Tag ganz wichtig für dich. Vielleicht wirst du dort eine wichtige Intuition haben, innere Stimme oder ein Zeichen. Irgendetwas ist wichtig. Was kommt auf dich zu, August? Steinbock? Der Eremit, die Sonne und die Hohepriesterin. Ui, ja. Sieht gut aus, die Liebenden. Ins Vertrauen kommen, sich so ein bisschen ans Herz
fassen, sage ich jetzt mal, oder so ein bisschen die Herzensstimme wirklich wahrnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich richtig vertiefst in etwas, der Eremit, Jungfrau-Energie, du gehst ins Vertiefen. Wenn du eine Idee hast, dann erforschst du diese Idee. Wenn du das Gefühl hast, du musst etwas Neues lernen, siehst du jetzt Details, die du vorher nicht gesehen hast. Ich habe das Gefühl, im August siehst du Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Dir werden Details offenbart. Details zu Finanzgeschichten, Details zu möglichen Veränderungen. Und ich habe auch das Gefühl, du bist bereit, mal tief zu blicken. Nicht einfach nach dem Außen den Weg zu finden, sondern nach dem Innen. Was möchte ich? Und du bekommst richtig Klarheit. Es kann auch sein, dass du irgendeine Antwort bekommst mit der Sonne. Du hast auch sehr großes Glück im August. Also im August ist sehr guter Monat, dich eben auf etwas zu vertiefen, vielleicht etwas auseinanderzunehmen oder genauer zu recherchieren, weil du hast so diese Klarheit. Du siehst wirklich auch das, was zwischen den Zeilen ist. Auch Gespräche kannst du wie zwischen den Zeilen lesen. Also sehr guter Monat, auch um Gespräche zu führen, bezüglich vielleicht Netzwerken, Geschäftspartner hast du. Ein unglaublicher Blick. Du siehst alles. Wenn jemand lügt, du siehst es sofort. Du siehst wie hinter die Kulissen, habe ich das Gefühl. Du erkennst auch Dinge, wenn etwas nur schön geredet wird. Und eine unglaublich starke Intuition. Im Monat August, wow, lieber Steinbock, ganz, ganz stark. Starke Intuition, und kann sein, dass du dich auch im Bereich Spiritualität mehr vertiefen sollst. Also wenn das dein Thema ist, Thema Spiritualität sehe ich hier. Auch Thema etwas Neues lehren, studieren, vielleicht auch Thema Psychologie. Coaching-Bereich, so ein bisschen das Zwischenmenschliche sehe ich ganz stark bei dir hier. Also wenn das dein Thema ist, natürlich auch so ein bisschen Thema Heilung, aber auf der spirituellen oder alternativ tiefen Seite sehe ich auch. Es kann sein, dass auch der Süden wichtig sein wird, südliche Länder. Vielleicht möchtest du auch im Ausland arbeiten oder der Gedanke wird das erste Mal auf dich zukommen. Ich sehe hier auch, dass du lange Zweifel hattest. Ist das der richtige Weg? Tue ich das Richtige? Und du analysierst jetzt diese Zweifel und ich habe das Gefühl, du bekommst jetzt deine Antwort, weil die Mondenergie, die du vielleicht vorher hattest, ist vorbei. Kann auch sein, dass du bereit bist, eine Anstellung aufzulösen, um dein eigenes Ding durchzuziehen. Vor allem im Bereich Spiritualität sehe ich hier ganz große Chance, dass du nebenbei etwas aufbauen kannst. Oder du reduzierst oder du wechselst den Arbeitgeber. Ich sehe auch, dass du sehr schnelle Entscheidungen triffst. Vielleicht kann es sein, dass du lange überlegt hast und jetzt plötzlich hast du die Antwort. Und du hast vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr dran herum überlegt. Was ist denn der Rat der Karten? Steinbock. Ja, geh vorwärts. Nimm die Zügel in die Hand und sei auch bereit, vielleicht... Es kann sein, dass du umziehen musst, um deinen Wunsch zu leben. Vielleicht sogar in ein anderes Land gehen musst, um Informationen zu sammeln, um Antworten zu bekommen. Kann auch sein, dass du auf eine Reise Antworten bekommst. Also wenn dir das schon länger im Kopf herumspukt, das Thema Reisen, Auswandern, im Ausland etwas machen, dann tu es. Geh es an. Sammle im Ausland die Informationen. Ich habe das Gefühl, du musst irgendwo hingehen, um auch Antworten zu bekommen. Vielleicht auch bezüglich Studium oder Seminare, was auch immer. Kann sein, dass du bereit sein musst zu reisen. Auch ganz wichtig ist mit 5 der Schwerter so ein bisschen diese Selbstsabotage, die liegt noch ein bisschen da. Darfst du wirklich loslassen. Gib aber auch Acht, wem du vertraust, weil es hat
Menschen in deinem Umfeld, die können deinen Weg nicht nachvollziehen. Für die ist das nur Bahnhof. Und es kann sein, dass sie dich wie zurückhalten möchten, dass du auf diesen Weg gehst. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht böse gemeint. Das ist einfach, weil sie es nicht besser wissen, weil sie das Gefühl haben, du musst ihren Weg gehen. Aber denk daran, dein Weg ist dein Weg und das ist nicht der Weg von jemand anderem. Lass dich also nicht manipulieren und überlege ganz genau, wem du was erzählst. Vielleicht behalte es lieber am Anfang für dich. Vor allem, wenn du merkst, dass dich gewisse Menschen, das kann auch die Familie sein, oder die wollen dich nur schützen, die können vielleicht Dinge nicht greifen. Erzähle es erst, wenn du zu 1000% schon sicher bist, oder ich rate immer, wenn schon etwas entsteht, wenn schon etwas da ist. Also wenn du zum Beispiel die Selbstständigkeit gehst, dass du vielleicht erst davon erzählst, wenn du schon einige Kunden hattest und schon etwas im Aufbau bist, wenn es schon passiert ist. Was liegt im Schatten, Steinbock? Was liegt im Schatten? Dir ist nicht bewusst, dass das dein Neuanfang ist. Ich habe das Gefühl, jetzt August bis Ende Jahr, komplett neue Energie, vor allem im beruflichen Bereich. Du hast die Chance für Veränderungen. Hier liegt dein Neuanfang im Schatten. Du nimmst ihn vielleicht aber noch nicht so wahr, aber energetisch gesehen liegt er da. Jetzt ist Zeit für Veränderungen für dich und für Neuanfänge ab August. Hör also auf diese Impulse und geh auch diesen nach, unbedingt. Ja, mein lieber Steinbock, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.